So, meine Damen und Herren, sind Sie bereit für eine weitere Folge Jutke Desey? Ich hoffe, Sie haben Bock und sind ready to rumble. Oh, 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 oh. Meine Damen und Herren, es könnte eventuell sein, dass das heute schon ganz schön wild losgeht. Gleich im ersten Ding. Okay, wir gehen rein. Ich lass laufen. Oh, alter Verwalter, da war Bums drauf. Wir sind übrigens in der ersten Runde. Wir sind in der ersten Runde. Ei. Das sieht, also, können wir eine Folge Judge Dizzy so anfangen? Oh, ich weiß ja nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter, das aber, also, das ist sowas von drei Tage Pause. Ich hab meinen Hammer noch nie so früh geschwungen, Junge. Oh, das ist aber sowas von drei Tage Pause. Das ist in der ersten Runde Massencrash. Das ist drei Tage Pause. Der geht auch gleich in die Akten rein mit drei Tage Pause. Ey, Karamba. Drei Tage schlafen minus ein SR und noch 20 Sekunden Strafe. Boah. Hoffentlich ist das heute nicht den ganzen Tag so. Wir sind in Barcelona und da steht auch Runde 1 dran. Meine Damen und Herren, Runde 1, Barcelona. Okay, wir gehen rein. Okay, ich frage einfach mal die netten Herren da draußen und Damen im Gerichtssaal und die Sternchen, einfach mal die Menschen, die im Gerichtssaal sitzen, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Kommt da eine Dive-Bomb? Das wird ein Tauchangriff, ein Fefe von hinten, ein Dive aus der Hölle. Wo will man hier diven? Aber gut, wir lassen einfach mal laufen. Was war... Das kam... Also das hätte ich jetzt aber mal gar nicht erwartet. Der BMW ist einfach so ein unglaublicher Panzer. Wirklich. Ich wünschte mir, der BMW wäre so wie früher. Es ist einfach ein Panzer. Du kannst nichts gegen dieses Auto machen. Das ist wirklich, als wenn du einen 40-Tonner fährst. Aber warum ist denn jetzt der BMW so... Also ich verstehe, dass er ausweichen wollte, aber du kannst doch nicht einfach so in die Mitte ziehen. Also da sollte man schon nochmal in den Rückspiegel gucken, ob man das machen kann, oder? Wild? Aber warte mal, stand der schon auf der Bremse? Das ist ja sogar Moving Under Braking. Also in der Theorie könnte man ihm sogar Moving Under Braking reindrücken. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Leute hier involviert sind in den Spaß. Leider sieht man das nicht genug, ne?
Eins, zwei, drei, vier. Boah, das ist schwierig zu sagen, weil man nicht viel sehen kann. Also man könnte schon, wenn man das ganz wild auslegen möchte, da eine 3-Tage-Pause machen. Eins, zwei, drei, vier. Eieieiei. Also nach Absprache mit der Rennleitung gestern haben wir uns eigentlich auf eine 1-0 geeinigt. Dass der eine 1-0 kriegt. Für Causing a Collision. Aber ich würde ehrlich gesagt das nochmal einreichen. Wie, das ist alles vorab gesprochen? Nee, die Fälle werden nur rausgesucht. Und dann gucken wir uns die genau an. Eieiei. Also, wenn man wirklich ganz böse sein möchte, könnte man da 3 Tage draus machen. Können wir von oben mehr sehen, ist die Frage. Eins, zwei, drei. Ich würde ganz ehrlich, meine Damen und Herren im Gerichtssaal, ich würde das wirklich nochmal einreichen und nochmal gucken, ob das Strafmaß vielleicht nicht angepasst werden sollte. Weil das ist, das sieht nach einer Massenkollision aus. Weil da sind halt 4 Autos mindestens involviert, die wir sehen können. Ich gebe das nochmal zur Kontrolle weiter, diesen Fall, weil da sind 4 Autos sind beteiligt. Und eine 1-0, glaube ich, wäre da nicht das korrekte Strafmaß. Und dann gleich nochmal. Boah, wir sind wieder in Runde 1, Leute. Das ist hier, hier ist Gewitter heute. Heute in dieser Folge ist Gewitter. Meine Fresse. Was haben wir denn hier? Oh oh, ich sehe es kommen. Okay. Also meine erste Intuition ist, dass das ein Unfall ist, weil er viel zu spät auf der Bremse steht und damit den Audi rausdrückt. Also ich würde nicht auf einen Rennunfall gehen, weil das ist schon, es ist keine große Bombe, aber es ist ein Bömmchen. Und der Honda hat die Kurve eigentlich im Grunde genommen nur bekommen, also richtig bekommen, weil der Audi ihn rumgeschoben hat. Weil der bremst auch viel zu spät. Ja, guck mal, hätte er ihn jetzt nicht rumgeschoben? Also er hätte es schon bekommen, aber nicht optimal. Wir gucken nochmal beim Honda rein, wo er bremst. Also ich würde nicht sagen, dass es zu spät ist. Also auf der Außenbahn wäre es okay gewesen, aber auf der Innenbahn dafür ist er ein bisschen spät. Also pass mal auf, es ist kein No Further Action. Warum man das reportet oder auch nicht, das liegt ja immer im Betracht des Fahrers. Das kann ja der Fahrer für sich selber entscheiden, inwiefern er da einen Report macht. Weil im Grunde genommen hat der Audi nicht viel verloren. No Further Action in diesem Fall wäre definitiv ein falsches Zeichen, weil damit würden wir dem Honda-Fahrer an der Stelle recht geben, dass er so fahren kann. Der Honda hat hier aber an der Stelle definitiv einen Fehler gemacht, weil er A, für die Linie, also für die Innenlinie, zu spät gebremst hat. Und da im Grunde, also es war Platz vorhanden. Er hat den Wagen
aber nicht um die Ecke gekriegt, also um die Kurve, und hat den Audi sozusagen dann damit rausgeschoben. Also no further action geht hier nicht. Das geht nicht. Hätte er vielleicht 2 Meter früher gebremst, wäre das durchgegangen. Er ist halt auch noch super weit, ne? Also er fährt, sieht man ja hier an der Stelle, er fährt auch noch super schräg nach draußen. Muss er jetzt machen wegen dem BMW, aber ihr seht ja das Auto, ne? Wenn wir das jetzt mit BMW mal vergleichen, steht er ja noch so. Also er ist ja noch nicht mal ansatzweise rum. Ja, 5 Sekunden wäre schön. Es ist aber causing a collision in Runde 1. Das heißt, er kriegt ein Safety Rating auf dem Cartoon. Das kann man jetzt halten, wie man will, ne? Ob man das jetzt kacke findet oder nicht. Wie gesagt, no further action an dieser Stelle wäre das falsche Signal, weil man demjenigen ja dann die Möglichkeit gibt zu sagen, jo, tippitoppi, kannst weiter so fahren. Also eine 1-0, Rufi hämmert, gibt's eine Schniepelpeitsche.